Nun wollen wir euch das Förster-Dreieck anhand eines theoretischen Beispiels erklären. Das ist Hans. Er möchte sein Haus an einer Seite neu streichen. Bevor er jetzt die passende Farbe kaufen kann, muss er erst einmal wissen, wie groß die Fläche ist, die er streichen will. Er weiß, dass eine Seite 15 Meter breit ist, doch die Höhe ist ihm unbekannt. Doch Hans hat eine Idee. Da alle seine Zollstöcke und Maßbänder zu kurz sind, greift er auf das sogenannte Försterdreieck zurück. Das Försterdreieck ist ein Dreieck aus Holz mit zwei gleich langen Seiten und einem rechten Winkel dazwischen. Nun zeige ich euch den allgemeinen Lösungsweg fürs Försterdreieck. Wie man hier sieht, verbergen sich hinter dem Försterdreieck ähnliche Dreiecke. Die Längen der beiden Katheten im Försterdreieck und die Entfernung des Messobjekts, in diesem Beispiel die Wand, und der Person sind bekannt. Die Augenhöhe addiert mit der Entfernung des Objekts ergibt die gesuchte Höhe. Wenn man die Zahlen jetzt einsetzt, erhält man die Höhe der Wand. In dem Fall sind es jetzt 5 Meter. Nun kommen wir zum praktischen Beispiel. Fabian will wissen, wie hoch die Lüftungsrohre sind. Daher misst er jetzt die Entfernung von ihm bis zu den Lüftungsrohren. Nun hält sich Fabian das Geodreieck vor die Augen, sodass die Spitze des Geodreiecks genau mit dem Lüftungsschacht abschließt. Fabians Augenhöhe beträgt 1,80 Meter. Stellt man die Entfernung und die Augenhöhe von 1,80 Meter zusammen, erhält man 4,80 Meter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten euch das Thema Förster-Dreiecke näher bringen.